So, hier haben wir das iPad Air der aktuellen Generation mit dem M1-Chip. Das ist der Nachbau. Den heften wir mal an. Und wie ihr seht, füllen wir das Ganze hier schon grün. Das heißt, er lädt. So, drücken wir mal drauf. Jetzt ist er online. So, er scheint nicht erkannt zu werden. Scheint immer noch nicht zu funktionieren. Immer so rum, funktioniert nicht. Ja, das war das Problem. Jetzt seht ihr, der Apple Pencil, also dieser Nachbau, Magical Pair. Scheint zu funktionieren. Wir gehen mal einmal noch auf Schnellnotizen, öffnen dieses Ganze und drücken auf unsere schöne blaue Farbe. Die wollen wir einmal haben. So, das. Ja, das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt einmal mit dem Nachmache, die hier so schön grün leuchtet, geschrieben. Allerdings sage ich euch ehrlich, dieser Stift ist für meinen Job, damit ich dort auf den Touchscreen rumschreiben kann. Den habe ich jetzt nicht extra fürs iPad gekauft. Aber ich wollte mal einmal demonstrieren. Und er funktioniert wirklich. Und er funktioniert auch relativ gut. Also ich muss sagen, es ist echt für 35 € eine gute Alternative zum Original Apple Pencil. Und ja, wer sich nicht 200 € oder 100 € für einen Apple Pencil ausgeben will, hier ist meine Empfehlung, mit dem ihr euch echtes Geld sparen könnt. Funktioniert, leuchtet sogar, ob er voll ist oder nicht. Naja, ob es eine Nacht stört oder nicht, ist sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, eine Alternative. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao und tschüss.